Grüß Gott und willkommen bei meinem Vortrag zum Thema Open Source Projekte mit Python. Damit ihr seht, wie man in Python Open Source Projekte beginnend von einem leeren Ordner bis zur Publikation auf dem öffentlichen Server abwickeln kann. Also ich sehe, es sind doch einige gekommen, trotz der Mittagspause. Die haben das Essen entweder aufgeschoben oder vorgelegt. Besonderen Dank für dieses Durchhaltevermögen. Mir geht es ja nicht anders, ich habe es aufgeschoben, habe schon ein bisschen Hunger. Aber dann schauen wir, dass wir in der Zeit schön durchkommen. Zuerst einmal ein paar Worte über mich. Ich habe seinerzeit, noch im letzten Jahrtausend, habe ich gerade nachgeschaut, meinen ersten Open Source Commit gemacht, noch in der Studienzeit, im 95er Jahr. Und seitdem eigentlich immer wieder mal Dinge beigetragen in der Open-Source-Szene. Ich würde mich selbst als Casual Open-Source-Developer bezeichnen. Wenn mir irgendwo was juckt, dann graut sie mich. Und wenn es nicht passt, was ist vom Aufwand her, dann mache ich gleich das Ganze in irgendeinem öffentlichen Repository. Da sieht man eh schön so die Commit-History der letzten Jahre. Manchmal ist mehr, manchmal ist weniger. Aber es ist immer wieder ein bisschen was. Es geht neben dem Studium, es geht neben dem Arbeiten. Und ich denke, Open-Source-Entwicklung ist etwas, was jeder nebenbei machen kann. Ansonsten habe ich studiert, bin Informatiker, habe ein paar Jahre gearbeitet bei verschiedenen Firmen im Gesundheitsbereich und die letzten Jahre im Bankenbereich. Und auch besonders im Bankenbereich verwenden wir Python, die Programmiersprache, von der ich heute auch spreche, um Daten umzuwandeln, aufzubereiten, abzufragen. Also da ist es ein ganz praktisches Werkzeug und das hat sich sehr gut bewährt und ich verwende es auch in der Freizeit für meine diversen Open-Source-Projekte unter anderem. Was sind die Ziele für heute? Also wie schon in der Einleitung gesagt, ich möchte einen Ordner anlegen und dort ein Programm hineinstellen und beginnend daraus dann wirklich den ganzen Prozess bis zur Veröffentlichung durchleben. Wir benutzen dabei Python als Programmiersprache. Das Ganze soll in einer Art und Weise ablaufen, dass es einfach aufzusetzen ist, dass das Programm einfach zu warten ist, dass es einfach ist, etwas beizutragen für andere, die das Programm von außen verbessern wollen. Genau deswegen machen wir es ja Open Source. Und es soll einen Workflow, einen Entwicklungsprozess abbilden, der durchaus modern ist, der qualitätsorientiert abläuft. Die Personen, für die es interessant ist, aus meiner Sicht jetzt einmal, insbesondere Leute, die selbst entwickeln wollen, die immer schon einmal sich getragen haben mit dem Gedanken, ich möchte ein Open-Source-Projekt beginnen, die können sich heute, denke ich, am meisten mitnehmen. Es sollte auch für Leute was dabei sein, die schon einige Open-Source-Projekte abgewickelt haben, insbesondere in der Python-Programmiersprache. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, was es so gibt an Werkzeugen und Services, die das Ganze unterstützen. Und ich denke, man kann sich auch etwas mitnehmen, wenn man einfach einmal sehen will, wie läuft ein Open-Source-Projekt ab, was steigt da im Hintergrund. Ganz grob von den Themen, die ich ansprechen werde. Namensvergabe, Lizenzierung von einem Open-Source-Projekt, Versionierung. Dann machen wir ein einfaches Programm und schauen uns an, wie es damit einmal grundsätzlich ausschaut. Dann binden wir das ein in eine Projektstruktur, so dass man es dann auch veröffentlichen und warten kann. Wir werden uns Testen anschauen, wir werden uns Continuous Integration anschauen. Die Begriffe werde ich dann mal erläutern, wenn wir vorbeikommen. Wir werden Code Analysen machen, statische Code-Analysen und die Werkzeuge dazu ein bisschen anschauen. Wie macht man Dokumentation für Python-Projekte? Wie mache ich ein Release-Management, ein Deployment? Und wie mache ich es einfacher für andere Contributions, also auch selbst Beiträge zu machen? Das sind so die Themen, die wir uns jetzt in den nächsten noch ca. 40 Minuten anschauen werden. Falls es Fragen gibt, kann man mich gern unterbrechen. Vom Zeitplan her sind wir ein bisschen eng, also es kann sein, dass ich dann auf nachher verweise, aber wenn irgendwas druckt, wehtut, völlig unklar ist, bitte einfach gleich fragen. Okay, Thema 1, Namensvergabe und Lizenzierung. Also wenn ihr ein Open-Source-Projekt startet, dann braucht es auch irgendeinen Namen. Ein paar ganz grobe Richtlinien, wie man da leichter tut. Ein erster guter Test ist, gibt es schon ein .com-Domain, dann ist es wahrscheinlich nicht gut, wenn ihr ein Open-Source-Projekt danach benenne, weil dann möglicherweise jemand beleidigt ist und Scherereien macht. Darüber hinaus gibt es auch viele andere Open-Source-Projekte, mit denen man unabsichtlich einen Namensclash machen kann. Da gibt es dann eigene Werkzeuge,
mit dem man prüfen kann, ob der Name, den ich mir vorgestellt habe, schon von anderen Open-Source-Projekten verwendet wird. Eines habe ich da verlinkt. Bis vor einem Monat hat man es sogar noch online abfragen können. Jetzt muss man es lokal installieren, sonst hätte ich das kurz hergezeigt. Aber er zeigt einfach, wo sind auf den Open-Source-Seiten den gängigsten schon Projekte mit dem gleichen Namen angelegt. Und dann gibt es natürlich etliche Leute, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen, aus Marketing-Sicht, aus philosophischen Sichten, was will ich mit meinem Namen ausdrücken. Da findet man auch einige Unterlagen dazu. Ein Dokument habe ich da verlinkt, das kann man sich gerne anschauen. In unserem Fall wird das Projekt Divi Demo heißen. Ich zeige es dann kurz her, was es macht. Es ist einfach ein Programm zum Dividieren, das heißt demonstriert, wie man dividiert. Ein komplexes Programm werden wir jetzt in der kurzen Zeit nicht machen. Von der Lizenz her, ja, auch da gibt es vieles. Da gibt es ja Leute, die ganze Webseiten machen, wo sie die Lizenzen erklären. Dann gibt es auch Leute, die machen Webseiten, wo man so eingeben kann, was stelle ich mir vor, was soll mit meinem Programm alles möglich sein, und das empfiehlt dann eine Lizenz. Ich habe ein paar sehr populäre Lizenzen angeführt, GNU General Public License, unter der auch Linux veröffentlicht wird, die etwas entschärfte Variante, die Library License von GNU, die sich gut eignet, um Bibliotheken zu veröffentlichen, die dann von anderen eingebunden werden in ihre eigenen Programme, die dann möglicherweise nicht Open Source sind, aber die trotzdem dann ihre Verbesserungen für die Bibliothek beitragen können, ohne ihr ganzes Programm veröffentlichen zu müssen. Apache License, MIT License, BSD License, die geben dann den Leuten immer mehr Rechten. Dafür werden sie dann auch kürzer und einfacher zu verstehen. Und für unser einfaches Programm habe ich jetzt die BSD License gewählt. Ein Hintergrund, ich wollte, dass die Lizenz nicht viel länger ist wie der Programmcode. Und nachdem wir ungefähr 20 Zeilen haben, ist die Lizenz auch ungefähr so. Das ist übrigens ein Kriterium, das die GPL in sich selbst auch empfiehlt. Programmlänge und Lizenzlänge, da sollte eine gewisse Korrelation sein. Okay, schauen wir es uns einmal an. Das Divi-Demo-Projekt. Was haben wir vor? Wir wollen ein Programm bauen, das wir aufrufen können, dem wir zwei Integer-Zahlen geben können und das dann das Integer-Ergebnis der Division zurückliefert. Also 8 durch 2 ist 4 und 11 durch 3 ist 3. 2 Rest. Den Rest zeigen wir nicht an. Und es soll auch ein bisschen eine Grundintelligenz drinnen haben, wenn wir falsche Parameter angeben. Also wenn ich zum Beispiel wie hier statt einer Zahl ein Wort angebe, dann soll er gleich sagen, was er eigentlich erwartet hätte. Wie schaut so ein Programm in Python aus? Ja, das ist es im Prinzip. Also schauen wir es uns ganz kurz an. Da wird ein Command-Line-Parser definiert, der eben zwei Parameter erwartet, die vom Typ Integer sind. Er wertet dann die Parameter aus, die ich an der Command-Line übergebe, ruft dann eine Funktion auf, die divided heißt. Also divided gibt mir das Ergebnis der Division zurück. Das ist dann unsere eigentliche Programmlogik. In dem Fall ist sie komplett trivial, aber vom Prinzip her hat man es oft so, dass eine Main-Funktion dann die Programmlogik kompakt aufruft und vorher halt noch ein bisschen die Parameter auswertet. Und das Endergebnis wird dann in der Konsole ausgegeben. Das können wir uns auch gleich live anschauen. So. Sieht man es? Ja. Ich habe ein bisschen geschwindelt. Ich gehe jetzt nicht her und schreibe das Programm von null weg. Weil das ist, glaube ich, nicht so spannend zum Anschauen. Ich habe mir einen Ordner gemacht, Nebelwand oder Smokescreen, wo ich dann hin und wieder so wie die Zauberer ein Ding hervorholt, das man bisher nicht gesehen hat, weil es einfach nicht besonders spannend ist, mir jetzt beim Coden zuzuschauen, 5 Minuten lang, denke ich. Und in dem Fall habe ich mir auch die Befehle ein bisschen auf die Seite geschrieben. Also wie fange ich jetzt an? Dieser leere Ordner, ja, den legen wir einfach einmal an. Also wir legen jetzt den leeren Ordner an. Vielleicht ist es eine gute Maßnahme, wenn es vorher Löschfiles nicht gibt. Ja. So. Bumm. Ein leerer Ordner. Und jetzt tun wir ein Programm hinein. Und das Programm hole ich eben jetzt, wie gesagt, aus meiner Nebelwand heraus. Und da ist es jetzt drinnen. Und das kann ich jetzt wirklich aufrufen, so wie vorhin gesagt.
Also ich gebe 11 und 3 an und er gibt mir 3 aus. Ich gebe 11 und 3 an und er gibt mir Fehlermeldung. Und ich kann es auch aufrufen mit minus minus help und ich kriege eine Kurzbeschreibung. Also das alles mit diesen wenigen Zeilen Code, das ist eine, denke ich, eine der Stärke von Python, dass man das so kompakt machen kann. Und damit es jetzt dann einfacher geht, holen wir das Ding gleich in eine Entwicklungsumgebung, weil dann können wir zuschauen, wie sich das Projekt entwickelt und zwischen den einzelnen Dateien einfacher hin und her wechseln. Okay, das ist einmal die Vorbereitung. Also das ist der Teil, der, sage ich mal, für die meisten, denke ich, nur recht flüssig von der Hand geht. Programmieren ist cool, Programme zuschauen beim Schöpfen, das ist cool. Und jetzt kommt der mühsame Teil. Ne? Jetzt will ich das Ganze veröffentlichbar machen. Ja, wo veröffentlicht man das? Ein Quellcode in einer Versionsverwaltung. Das ist einmal der erste Schritt. Also ich brauche ein öffentliches Versionsverwaltungsrepository. Wozu? Ich möchte meine Änderungen nachvollziehen können. Ich möchte es leicht machen für andere, dass sie in dieses öffentliche Repository ihre Änderungen dazu beitragen können. Ich möchte es einfach haben, diese Änderungen zusammenzuführen, auch wenn mehrere Leute gleichzeitig daran arbeiten. Und wenn irgendwas dabei schief geht, möchte ich einfach wieder auf eine vorherige Version zurücksteigen können. Also Versionsverwaltung, Standardwerkzeug der Softwareentwicklung, das beschränkt sich nicht auf Open Source. Jeder, der ansatzweise ernsthaft Softwareentwicklung betreibt, verwendet dazu eine Versionsverwaltung. Was gibt es dafür für Open Source Projekte? Ja, es gibt einige Services, die sehr populär sind, vor allem in den letzten Jahren. Drei habe ich da angeführt: GitHub, Bitbucket, SourceForge. Dort kann man überall einen Account anlegen und dort ein Open Source Projekt starten, ohne dass ich zusätzliche Kosten habe, zumindest für die Standardfunktionen nicht. Man kann dann ein paar erweiterte Funktionen dazu kaufen. Aber im Großen und Ganzen kann man mit allen dreien sehr einfach Open-Source-Projekte mit mehreren Mitarbeitern abwickeln. Ja, und jetzt legen wir es einfach an, das Projekt. Beziehungsweise ich habe es schon angelegt. Schauen wir uns kurz an. Vielleicht ein paar Worte dazu. Ich gebe den Namen an, ich gebe eine Kurzbeschreibung an und das, was ich jetzt gemacht habe, da nutze ich Funktionen von GitHub jetzt nicht. Er könnte mir bereits ein README reintun, er könnte mir bereits diverse Lizenztexte reintun und eine Ignore-Datei für Dateien, die nicht versioniert werden sollen. Das ist durchaus praktisch. In unserem Fall haben wir dafür eigenes Werkzeug, zu dem wir gleich kommen. Daher wirklich nur ein knockertes Repository und nicht mehr. Und wenn ich mit dem fertig bin, dann erzählt mir GitHub, wo das Repository liegt. Das sehen wir da. Also es ist immer der Benutzername und der Projektname drin. Ansonsten schaut die URL komplett gleich aus. Und dort bin ich dann unterwegs. Dort kann ich meine Änderungen ablegen, dort kann ich meine Änderungen herausholen. Okay, wir haben ein Programm, wir haben ein knockertes Repository. Jetzt braucht man noch viele andere Dinge, um das Ganze veröffentlichbar zu machen. Da gibt es auch Leute, die Empfehlungen dazu abgeben, die durchaus hilfreich sind. Und was es dann gibt im Python-Sektor, ist ein Werkzeug, das sich PyScaffold nennt. Was macht PyScaffold? So wie der Name sagt oder suggeriert, es macht ein Baugerüst für ein Projekt. Das heißt, es legt viele Dateien an, es tut viele Dinge schon vorkonfigurieren, die man dann braucht, um das Ganze vollständig machen zu können. Es nimmt irrsinnig viel von dieser lästigen Arbeit ab. In unserem Fall habe ich den Befehl zur Projektanlage für das Divi-Demo-Projekt gleich da eingegeben. Na, schauen wir uns vorher kurz an. Das Projekt, also das Produkt heißt zwar PyScaffold, aber das Programm, das Projekte anlegt, heißt dann BootUp, ein bisschen Inkonsistenz. Dort übergebe ich einfach eine kurze Beschreibung. Ich übergebe die URL vom GitHub-Repository. Ich sage, welche License möchte ich haben. Da gibt es ein paar Kürzel, in meinem Fall SimpleBSD. Dann habe ich gesagt, ich möchte es mit Travis und Tox machen. Die schauen wir uns dann noch an, was die können. Und das Projekt selber heißt DiviDemo. Und weil es den Ordner schon gibt, ich habe es ja schon reingelegt, möchte ich den Ordner noch einmal überschreiben, den ich gerade gemacht habe vorher. Ist die
Entschuldigung, es ist ohne Username, Angabe oder? Ja. Ein Passwort? Ja. Das heißt, da kann man von einem anderen noch drüber schreiben? Das ist jetzt alles nur lokal. Okay. Also PyScaffold legt nur lokal Dateien an. Okay. Wir werden dann gleich sehen, wie wir es ins Repository bringen. Von dort weg. So. Dann die Konsole. Dann Workspace. Hat funktioniert. So. Wenn wir jetzt in die Entwicklungsumgebung gehen, dann sehen wir, da hat sich jetzt schon viel mehr getan. Also da ist jetzt einiges dazugekommen. Schauen wir uns ein paar von den Sachen an. Unser Quellcode selbst ist noch immer da. Dazugekommen ist eine Datei Aufwas, wo drinnen steht, wer hat das Ganze gebaut. Es ist eine Changes-Datei, wo noch nicht viel drinnen steht, aber dort kann man dann seine Änderungshistorie drin ablegen. Es gibt eine License-Datei, wo eben genau die BSD-License drinnen ist, die wir haben wollen. Die brauchen wir das nicht irgendwie zusammensuchen oder so, das hat man das alles schon reingelegt. Es gibt eine Requirements-Text, wo ich sagen könnte, welche externen Python-Pakete braucht mein Programm. In unserem Fall ist das Programm so einfach, dass wir nichts brauchen. Und es gibt eine README, wo irrsinnig viel drinnen steht, das wir jetzt gar nicht brauchen. Mit dem werden wir uns gleich auseinandersetzen. Es gibt einen Ordner Docs, wo wir die Dokumentation dann reintun können. Und es gibt einen Ordner Test, wo wir unsere Testprogramme und Testdaten reintun können. Und damit habe ich gleich eine Struktur, die vielen Richtlinien und vielen Empfehlungen folgt, die viele Werkzeuge unterstützen und mit der man dann sehr flüssig und einfach arbeiten kann. Wir werden uns dann die einzelnen Dinge noch anschauen. Okay. Also da hat es uns jetzt schon einiges geholfen. Und jetzt kommt genau der Teil, wo vorher die Frage war. Was macht es jetzt im Repository? Also PyScaffold selbst noch gar nichts. Es stellt nur mal grundsätzlich eine Verbindung her, aber verbindet sich noch nicht hin zu GitHub. Das heißt, ich muss jetzt selbst dem Projekt noch sagen, mit dem Git-Werkzeug, dem Versionsverwaltungswerkzeug, wo ist das Repository meines Projekts. Und dort ist jetzt eben genau diese URL, die wir vorher vom GitHub gekriegt haben. Wir müssen dann sagen, das ist die Origin für den Master und das Ganze raufpushen. Und ich sage es ganz ehrlich, jetzt wenn ich ein Projekt starte, ich weiß die Befehle nicht, ich schaue sie nach und tue sie mit Copy-Paste abwandeln. Weil den braucht man genau einmal pro Projekt und den merkt man sich nicht. Ja, Notiz noch, der Git wird dann immer ums Passwort fragen. Das kann man ihm abdrehen, indem man eben einen SSH-Key anlegt und damit sich authentifiziert. Da habe ich den Link dazu getan. Das wäre jetzt auch nicht so spannend, immer beim Passwort zuzuschauen. Okay, ja, dann machen wir das jetzt geschwind. Also wir verbinden jetzt unser Projekt mit der Versionsverwaltung. Beziehungsweise nicht. Bitte? CD, digital, demo. Ziemlich sicher, ja. Guter Hinweis. So, jetzt hat es funktioniert. Also jetzt weiß der Git einmal, wo er hingehört. Und jetzt schießen wir es gleich rauf. Also diese Version, die jetzt PyScaffold gerade gebaut hat, schau, er fragt mich doch, irgendwo bin ich gescheitert. Na gut. Also jetzt hat das raufgeschossen aufs Repository, das wir vorhin angelegt haben. Und wenn wir jetzt da wieder hergehen, dann sieht man, dass jetzt alles, was wir vorher auf unserer Festplatte gehabt haben, im Internet veröffentlicht ist als Quellcode-Projekt, das sich jeder runterholen kann und mit dem jeder schon herumspielen anfangen kann. Zurzeit ist es noch nicht besonders spannend, weil hauptsächlich das drinnen ist, was PyScaffold gemacht hat. Genau das ist jetzt der nächste Schritt. Wir wollen das jetzt unseren Entsprechungen oder unseren Erwartungen nach abändern. Und das erste ist einmal ein README. README ist eine klassische Datei, die einfach einen ersten Überblick über das Projekt gibt. Auch da gibt es ein paar philosophische Zugänge, was man alles reinschreiben kann. Meiner Erfahrung nach ist es gut, die README kurz zu halten. Eine kurze Zusammenfassung, was ist der Nutzen von meinem Produkt? Ein kurzes Beispiel unter Umständen, damit man sieht, was macht es. Verweise zu mehr Informationen wie Lizenz, Dokumentation,
wo ist der Quellcode zu finden. Und eine wichtige Information, wo kriege ich Support? Das steht zwar auch in der Dokumentation, aber wenn irgendwas schief geht und die ganzen Services nicht funktionieren, dann ist es gut, wenn auch in der Readme noch eine E-Mail-Adresse oder eine Webadresse von einem Ticket-Tracker zu finden ist. Für kleine Anwendungen nutze ich auch oft die Readme schon zur Dokumentation, weil wenn das in ein, zwei Seiten geht, dann fange ich nicht an, da große Strukturen dafür aufzusetzen. Für Python-Projekte bewährt hat sich als Format der Restructured Text. Optional kann man beim GitHub auch Markdown verwenden. Restructured Text ist hauptsächlich eine Textdatei mit einigen wenigen Markups, wo man Links machen kann, Fett, Überschrift und so weiter und so fort. Und das ist trotzdem noch als Textdatei lesbar. Schauen wir uns eine README an. Also das wäre die README, die ich jetzt einmal so für Divi-Demo gemacht hätte. Kurze Zusammenfassung, ein Beispiel, ein paar Links und die Lizenz ist auch noch erwähnt. Und das ist jetzt ein Beispiel für Restructured Text. Die, die Markdown kennen, werden da ziemlich wenig Unterschied sehen. Es ist einfach, eine andere Richtung, aus der es kommt. Markdown kommt, glaube ich, von den Ruby-Leuten und Restructured Text von den Python-Leuten. Beide versuchen, das gleiche Problem auf ähnliche Art und Weise zu lösen. Restructured Text, werden wir dann gleich sehen, hat noch weitere Funktionen, die uns dann bei der Dokumentation helfen. Und für dieses Restructured Text gibt es auch online einen Editor, wo ich das einfach reinpasten kann, meine Formatierungen, und er zeigt mir gleich, wie würde das ausschauen als HTML-Seite. Also für so kurze Dokumente ist das durchaus praktisch, dass ich die da schreibe, weil ich merke sofort, wenn ich irgendwo einen Syntaxfehler in meinem Markup habe, dann schaut das da komisch aus. Also das so als kleine Hilfe. Und was wir natürlich wollen, ist, wir wollen jetzt diese große Standard-README, wo PySCaffold erklärt, was man alles damit machen kann, durch unsere ersetzen. Fertig. Also das haben wir jetzt gebraucht. Gut, also wir haben jetzt eine README. Wie geht's weiter? Jetzt kommt der nächste mühsame Teil, der ganze Build-Prozess. Also die, die C programmieren, kennen ja Autoconfigure und Make, und die Java-Leute kennen Maven und AND und so weiter. Und in Python das Äquivalent dafür ist setup.py. .py, weil es eben ein Python-Skript ist, das gleichzeitig das Build-Werkzeug ist und auch das Installationsprogramm. Also durchaus interessantes Konzept, das von der Standard-Library unterstützt wird. Es ist zwar ein Quellcode, der aber weitestgehend deklarativ ist, also ich definiere einfach nur ein paar Namen und habe halt ein paar Felder und Listen dort drinnen, und das meiste kann ich so machen. Ein großer Vorteil davon ist, dass es ein Python-Skript ist, das heißt, ich kann damit alles machen, was Python mir zur Verfügung stellt, an String-Funktionen, an IO-Funktionen. Ich kann mir zu Services hinverbinden, Netzwerkverbindungen aufbauen und all das in mein Build-Skript einfach integrieren. Also ich habe eine wirkliche Programmiersprache und nicht wie in einem Make oder in einem AND eine Skriptsprache, die komplexe Dinge sehr einfach kann, und wenn es dann ein bisschen detaillierter wird, wie sich ein Datum außerfutzeln, vom Format umwandeln und so, dann geht es mit diesen Werkzeugen wesentlich schwieriger. Und Python hat da, denke ich, einen guten Mittelweg gefunden, ein paar High-Level-Routinen für das Build-Management zur Verfügung zu stellen, und dort, wo man Low-Level gehen will, kann man dann Python nutzen. Vom Prinzip her schaut es so aus, es ist ein Command-Line-Tool, das Commands hat oder Befehle hat, die man auch erweitern kann, entweder über externe Pakete oder man kann auch selbst in diesem Setup-Py eigene Befehle definieren, die dann beliebige Dinge machen. Wir werden dann einige sehen, die einzelne Werkzeuge für uns dann tun. Ein paar Standardbefehle, ja, ich kann eine Source Distribution machen, da kommt dann ein target-z-Archiv raus, ich könnte auch ein Parameter übergeben, Format Zip, dann kommt ein Zip raus, tun sich die Windows-Leute leichter, wenn man es in der Hand druckt. Und es gibt auch Binärformate, Binary Distribution. Das WIL-Format ist ein Python-internes, weit verbreitetes Format. Und das kann man eben nur dann machen, wenn man dieses WIL installiert hat. Also WIL tut dann das Setup-Py erweitern. Requirements.txt haben wir eh schon kurz angesprochen. Das wird eben auch genutzt von Setup.py. Alle Pakete, die ich dort hineinschreibe, prüft es dann, ob die vorhanden sind. Ich kann auch eine Versionsnummer angeben, also eine Mindestversionsnummer oder eine genaue Versionsnummer, die ich haben muss, damit mein Programm funktioniert. Und es gibt dann Installationswerkzeuge, die auch dieses Setup-Py nutzen und das Requirements-Text auswerten, und wenn die sehen, es ist etwas noch nicht installiert, dann tun sie es gleich automatisch nachinstallieren. Also da ist dann auch dieses Dependency-Management gleich integriert.
insbesondere jetzt aus Anwendersicht. Ja, Installation, auch dafür gibt es Befehle, aber das werden wir dann eh nachher noch sehen, wenn wir dazu kommen. Okay, also das war jetzt grundsätzlich einmal, wie verpacke ich mein Ding, so dass ich es mit dem anderen in die Hand drücken kann, dann liegt es bei mir nur lokal. Natürlich, bevor ich es mit dem anderen in die Hand drücke, möchte ich mal schauen, ob es funktioniert. Dann kommen wir beim Testing vorbei. Python hat, wie viele andere Programmiersprachen, auch eine Unit-Test-Bibliothek, die gleich Teil der Standard-Library ist. Und das wäre jetzt so ein einfaches Testprogramm, das einfach bestimmte Dinge abtestet, ob bei der Division von 10 durch 5 2 rauskommt, ob man das auch machen kann über das Command-Line, über die Main-Methode. Und wenn man Unsinn angibt, wie Hello als Zahl, ob dann auch wirklich ein Abbruch kommt. Also eine System Exit Exception in dem Fall. Ja, dieses Testprogramm gibt es auch wieder in der Nebelwand. Das holen wir uns gleich rein. Jetzt bin ich in die Demo, das heißt, das müsste Test geben. Ja. So, ist da. Und das kann ich jetzt ja, über setup.py gleich aufrufen. Test. Genau. Also da sieht man dann gleich diese Ausgabe vom Test. Ganz oben zeigt er mal, alle drei Testfälle sind durchgelaufen. Passt, passt, passt. Und unten hat er mal gleich die Test Coverage ausgerechnet. Also die Test Coverage ist eine Kennzahl, wo ich sehe, wie viele Prozent von meinem Quellcode sind mit den Testfällen abgedeckt. Also gibt es Quellcode-Zeilen, die nie getestet werden. Das wäre ein Indikator, dass ich überlege, ob ich dafür einen neuen Test schreibe. Bei meinem trivialen Programm war es jetzt nicht so schwer, dass man 100% erreicht. Die schon größere Programme geschrieben haben, die wissen, dass man da in der Regel darunter ist. Unter 100. Also was ich so gehört habe, 60, da sind viele dann schon zufrieden, wenn sie das schaffen. Bei Python, ja, habe ich meistens höhere, aber aus anderen Gründen. Okay. Was wir jetzt auch noch sehen, Skeleton, das ist ein Programm, das PySCaffold angelegt hat, damit man irgendwas zum Herumspielen hat. Das interessiert uns aber eigentlich nicht, das tun wir gleich weg. So. Passt. Also der Test berücksichtigt das sofort, dass das jetzt weg ist und jetzt haben wir dann nicht mehr 42% stehen, sondern insgesamt auch 100%. Coverage haben wir gesagt. Habe ich jetzt abstrakt einmal beschrieben. Schauen wir uns an, wie das in der Praxis aussieht. Es legt nämlich auch gleich einen Coverage Report an, der dann im Ordner HTML-Conf ist. Und dort sehe ich jetzt noch einmal die Zusammenfassung und kann jetzt aber wirklich draufklicken und sehe jetzt auf Quellcode-Zeilenebene, was ist alles getestet worden. Also wenn es grün ist, hat es getestet. Die weißen, da war nichts. Und wenn etwas nicht getestet wäre, wäre das rot. Da gibt es noch graue Bereiche. Da habe ich im Quellcode selbst gesagt, die Zeilen werden wir nie aufrufen können mit unserem Testprogramm, weil das Programm wirklich startet und es kann nicht das Testprogramm und das eigentliche Programm gleichzeitig laufen. Deswegen sind die vom Testen ausgenommen. Also auch so etwas kann ich sagen. Testzeilen, wo ich weiß, die kann ich nie testen, die Fälle wird es nicht geben, die kann ich auch ausnehmen. Okay, also das war die Test Coverage. Und der nächste Schritt ist dann, okay, ich kann jetzt lokal bei mir testen. Das ist schön. Wenn ich mein Testprogramm starte und es ist etwas fehlgeschlagen, dann weiß ich, dass es falsch war. Wenn ich mein Testprogramm 2 Wochen lang nicht starte, dann merke ich es nicht, auch wenn etwas falsch ist. Und zu diesem Behufe gibt es Continuous Integration Services, die, sobald ein Commit stattfindet, automatisch die Testsuite laufen lassen und wenn sie dann erkennen, dass etwas auf die Nase gefallen ist, den Entwickler verständigen. Je nachdem, wie man es einstellt, als Mail oder SMS oder sonst was. Es gibt im Open-Source-Bereich 2 sehr populäre. Der eine ist Travis. Travis ist ein Service, also das ist wirklich eine Webseite, wo ich mein Projekt angeben kann und der testet es dann jedes Mal beim Commit. Und es gibt auch Werkzeuge, um das lokal zu machen. Jenkins ist da sehr populär, also das kann man dann auch für Closed-Source-Projekte relativ einfach in einem Corporate-Environment aufsetzen.
und dort dafür sorgen, dass man auf Fehler möglichst schnell draufkommt. Travis braucht eben ein öffentliches Repository, beziehungsweise wenn man eigene haben will, die geschlossen sind, dann wird es nachvollziehbarerweise kostenpflichtig. Bei Jenkins brauche ich nur einen Server aufsetzen. Ja. Da auch noch ein Link zu einem Artikel, wie man in Jenkins dann ein Python-Projekt aufsetzt. Jenkins kommt ursprünglich aus der Java-Welt, ist zwar flexibel, aber für Python muss man halt wissen, was man wo einstellt. Travis, wie konfiguriert man das? Ja, ein sogenanntes Travis YML, das PyScaffold auch schon angelegt hat, aber da werden wir noch ein paar kleine Änderungen machen. Schauen wir es uns vielleicht kurz an. Er hat gleich eine Bildmatrix dabei, wo ich mehrere Python-Versionen testen kann. Für uns reicht jetzt aber Python 2.7 und 3.4, die anderen interessieren mich jetzt einmal nicht. Ich muss meine Daten manuell eintragen und heute habe ich noch gemerkt, wenn ich nicht diesen Sudo-Modus starte, dann kann ich nicht unterwegs Python-Pakete installieren, dann haut es auf. Also diese Option muss ich auch setzen, wobei die gilt nicht fürs Lokale, sondern in der virtuellen Maschine am Travis-Server selbst. Also dort kann der dann Sudo starten. So, gehen wir jetzt schon wieder rein. Also da gibt es dieses Travis YML bereits, aber eben noch nicht ganz in der Form, wie wir es haben wollen. Und die zwei Zeilen, die tun wir raus, weil sonst schreibst du zu. Also das ist auch sehr angenehm. Ich kann ein altes Python 2 und ein neues Python 3 gleichzeitig testen und muss nicht bei mir lokal dafür sorgen, dass alle Versionen installiert sind und sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. So, damit der Travis jetzt weiß, dass es unser Projekt gibt, muss man ihm sagen, im Travis-Profil, genau, da habe ich meine ganzen, also er kann meinen GitHub-Account abscannen, welche Projekte sind da drauf und ich kann dann sagen, das Divi-Demo aktiviere jetzt bitte. Sollte sein, ja. Continuous Integration Teil 1. Also wenn wir jetzt was committen, dann sollte gleich die Testsuite anspringen. Und der zweite Service in dem Zusammenhang, das richten wir auch gleich ein, ist Coveralls. Wir haben ja vorhin gesehen, die Test-Coverage, die haben wir lokal als HTML-Report ablegt. Auch das gibt es online und nach dem gleichen Prinzip, sobald ich etwas pushe, wird die Coverage berechnet und als Online-Bericht zur Verfügung gestellt. Da ist es eh noch drauf. Schauen wir mal, ob er das noch weiß. Ja. Gut, also wir haben jetzt die Continuous Integration auch aufgesetzt. Jetzt ist es Zeit, diese Änderungen, die wir gemacht haben, einmal wieder raufzuschieben ins Repository. Also jetzt ist das Programm ja wirklich so benannt, wie wir uns grundsätzlich vorgestellt haben. Wir haben eine README, wir haben ein Testprogramm, wir haben den Travis konfiguriert, wir haben den Programm Quellcode drinnen und im Grunde sollte das jetzt durchlaufen. Sure. Ja? Ja, beim Travis Config, warum braucht er den Git-Username und E-Mail-Adresse? Damit er dann schicken kann, eine E-Mail-Adresse. Nein, das weiß ich selber. Er hat, glaube ich, einen Hook, was ich weiß. Also er wird dich, wenn du das einrichtest, wird er dich fragen, ob er zugreifen kann, dass er nach den Commits irgendwie einen Hook machen kann. Vermutlich braucht er es dazu. Das wäre sonst nur ein Grund. Ja. Aber Passwort braucht er nicht, oder? Nein, Passwort braucht er nicht. Nein. Man muss ihn nur am GitHub selbst dann auch freischalten, dass man sagt, der Travis darf auf Repository zugreifen. Also es ist ein Service. Und beim Coverage ist es gleich. Ja. Und die tun sich auch einen After-Commit-Hook oder sowas, wollen sie sich installieren. Also wenn man die nutzen will, dann muss man ihm das freigeben. Wenn das nicht zur Diskussion steht, Jenkins. Also Jenkins ist lokal und braucht nichts rausschicken. So, pushen wollten wir. Ja. Das schauen wir dann.
recht gut. Ne? Wenn wir auf der Command Line sind. Geht das so? Einfach nur halt. Ja, schau. Verschwörung. Commit. Git commit. Minus 1. Siehst, das kommt davon, wenn man für in der Entwicklungsumgebung unterwegs ist. War das alles? Ich glaube schon, gell? Geht wohl. Okay. So. Also jetzt haben wir alles oben und idealerweise springt der Travis jetzt an und fuhrwerkt im Hintergrund herum. Derweil er das macht, beschäftigen wir uns mit einem anderen Thema, Versionsnummerierung. Da gibt es auch von den Python-Leuten einen sogenannten PEP, einen Python Enhancement Proposal, wo Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge drinnen beschrieben sind. Also zuerst Verbesserungsvorschläge und wenn es dann abgenommen werden, sind es Empfehlungen. Wie man Versionsnummern in Python ablegt und wie man sie vergibt. Und im Prinzip kann man das, wenn man will, händisch machen. Also man macht einfach eine Variable underscore version und vergibt einen String 1.2.3 und das ist dann meine Versionsnummer. Und fertig. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Version habe, muss ich das halt aktualisieren. PyScaffold hat da ein interessantes Prinzip umgesetzt. Es legt ein Modul an, das heißt underscore version. Und dort drinnen gibt es dann mit ein bisschen Voodoo eine Versionsnummer, die man sich als Variable rausholen kann, die jetzt so ausschauen wird. Also eher kryptisch. Was ist der Hintergrund für das? Jetzt schaut es zwar kryptisch aus, aber sobald es im Git, im Repository einen Tag gibt und keine weiteren Änderungen, dann ist die aktuelle Versionsnummer so wie der Tag. Also ich kann jetzt hergehen und einen Tag anlegen, wo ich sage, ich nenne die Versionsnummer V0.0.1 und dann nach dem nächsten Push, also nach dem Push der Tags, würde die Versionsnummer, die aus diesem Ausdruck da herauskommt, 0.1.0 sein und nicht mehr dieser lange String. Und damit brauche ich mich nicht darum kümmern, dass ich selbst diese Textdateien anlege. Das Tagging ist ohnehin eine Best Practice für jeden Entwickler, wenn ihr eine Version habt, dass ich mir die auf die Seite lege, sozusagen als Lesezeichen. Trove Classifiers sind auch noch ein Thema, das interessant ist. Es geht darum, das Paket oder das Programm, das ich mache, zu beschreiben, um es einfacher auffindbar und nachvollziehbar zu machen, was es eigentlich soll. Dazu gibt es eine Liste von Klassifizierungen, wo man viele, viele Dinge sagen kann. Welches Betriebssystem? Ist es eine GUI-Applikation, eine Command-Line-Applikation? Was hat es für eine Lizenz? Um welches Thema geht es? In welcher Sprache ist es? Und das Ganze wird eingetragen im Setup Py in einem normalen Projekt. Kann man es auch dort machen. Und das PyScaffold hat das Setup Py getrennt und hat ein eigenes Setup-Config gemacht, wo man dann eben solche Klassifizierungen reintun kann. Also es ist noch ein Beta-Programm, es ist nur in der Konsole, es hat die BSD-License, plattformunabhängig, es funktioniert unter Python 2 und 3 und es ist von der Thematik her ein Utility. Das wäre jetzt so die Kurzbeschreibung von diesem Divi-Demo. Und auch das kann ich da im Setup-Config drin dann machen. Da sind die Classifiers und die tausche ich jetzt einfach aus durch meine und damit ist mein Programm, wenn es dann veröffentlicht ist, besser einschätzbar für Anwender, um was es da eigentlich geht. Frage noch? Ja? Würdest du für ein neues Python-Projekt Python 2 schon ignorieren? Also kann man ruhig davon ausgehen, dass man mit 3 startet und das passt alles? Oder? Ja, es kommt auf die eigene Leidensfähigkeit an, aber wenn ich kein Bedürfnis habe, dass ich 2 brauche, dann würde ich nur mehr 3 machen. Ja. Das ist vor allem bei den Umlauten dann viel einfacher. In dem Fall ist das Programm so leicht, dass es gratis unter 2 und 3 rennt, deswegen wollte ich die Information nicht unterschlagen. Also Python 2 kein Unicode
höre ich das heraus? Ja, zwei kann es auch, aber mit ein bisschen Schwingzügen noch. Ne? Und das Dreier ist um einiges eleganter. Und hat auch sonst ein paar angenehme Bereinigungen drinnen. Also wer neu mit Python anfängt, Python 3 gleich verwenden. Danke, gute Frage. So, und wenn alles funktioniert hat, dann ist jetzt der Travis fertig. Schauen wir mal. Okay, so haben wir jetzt ein anderes Projekt, aber wenn ich da mir hergehe, kann ich die Demo. Ja. So, machen wir es. So zeigt er mir sie. Jawohl, die Demo ist durchgelaufen. Für zwei Betriebssystemvarianten. Und man kann da reinschauen und sich diesen ganzen Log vom Bild anschauen. Also im Prinzip nichts, was wir nicht schon gesehen hätten in unserer Konsole. Die Testfälle sind, die Testcoverage wird ausgerechnet und so weiter und so fort. Wenn es ihn aufhaut, ist das Ganze rot und ich hätte ein Mail bekommen. So, jetzt kommt das Coveralls und jetzt schauen wir, ob es da auch etwas gibt. Schauen wir mal. Ja. Also da ist jetzt dieser Coverage-Bericht, wobei der noch von vorhin ist. Also der hat sich noch nicht da synchronisiert, schaut es aus. Gut. Aber im Prinzip, man sieht, was es macht. Es stellt mir diese Coverage-Berichte zur Verfügung. Sonst schauen wir es uns kurz an. Beim anderen Projekt schon, das sicher funktioniert. Also ich kann dann, ich sehe, ich habe da, in dem Projekt habe ich ein Coverage von 93%, kann raufklicken, kommt zum GitHub, was ich nicht wollte, kann mir den Bild anschauen und da sehe ich dann meine einzelnen Dateien, die sich geändert haben und wie sich die Coverage da verändert hat und kann auch wieder reinklicken und mir wirklich den Quellcode anschauen auf Zeilenebene. Wo wird getestet und wo nicht. Und da haben wir eben auch rote Bereiche. Ja, da ist zum Beispiel rote Zeit. Okay. Static Code Checks. Ist auch eine Qualitätsmaßnahme. Die kann über den Quellcode drüber laufen und bestimmte Probleme erkennen. Es gibt auch in Python eine Empfehlung dafür, wie man Code formatiert. Es gibt Dinge wie Code-Smells, also wo ich sehe, das ist zwar jetzt nicht grundsätzlich falsch, syntaktisch richtig, das Programm funktioniert aus, aber es ergibt keinen Sinn. Wenn ich Code habe, den ich nicht erreichen kann, wenn ich Import-Statements habe für Module, die ich nicht verwende, das können diese Programme finden. Und die Intention dabei ist, dass ich eben die generelle Codequalität hochhalte und die Wartbarkeit möglichst einfach mache. In Python gibt es eins, das heißt Flake 8. Und das kann ich mit diesem Tox anstarten, Tox-eFlake8. Und wenn wir jetzt über unser Divi-Demo drüber laufen würden, dann würde es einige Unschönheiten erkennen. Also es wird eine Bibliothek Marv importiert, die nie verwendet wird. Es gibt ein paar Leerzeichen, zu viel, zu wenig. Und solche Dinge kann man dann einfach beheben und einfach schauen, dass da eine gewisse Grundschönheit im Code drinnen ist. Es gibt übrigens auch ein Werkzeug AutoPEP8, das solche Fehler dann automatisch beheben kann und das wieder schön formatiert. Also man muss sich nicht immer um alles dann kümmern. Man kann es auch konfigurieren, das ist auch so ein religiöses Thema. Ich habe eine Zeile, die ist 90 Zeichen lang, er will das 79 lang haben. Und wenn ich sage, ich habe eh einen großen Bildschirm und alle im Unternehmen haben einen großen Bildschirm, dann ist das eigentlich nicht mehr sinnvoll. Und dann kann ich auch sagen, es darf 120 oder 160 lang sein. Also da gibt es durchaus Flexibilität. PyLint ist dann die Hardcore-Variante, kann man sagen. Das kann irrsinnig viel prüfen und leider prüft es auch irrsinnig viel von Haus aus. Was dann die Leute sehr frustriert, weil es ist niedermüllt mit Fehlermeldungen, die dann oft nicht wirklich nachvollziehbar sind und wo die Konfiguration nicht ganz trivial ist. Da hat dann jemand ein vereinfachtes Programm gemacht, das einfach auf PyLint aufsetzt, das heißt Prospector. Und zudem gibt es dann auch wieder eine Webseite, die so wie Travis oder Coveralls diese Prüfungen gleich online durchführt, sobald ich committed habe. Also das ist dann auch durchaus interessant für ein Projekt, wo mehrere mitarbeiten. Damit alle immer Zugriff haben auf den aktuellen Stand und das auch einfach über einen Link erreichbar haben. Gut, Contributions, wenn wir jetzt überspringen.
GitHub hat etwas, das nennt sich Pull Requests. Das ist aber alleine jetzt schwer zum Herzeigen. Dokumentation. Vorher haben wir schon gesagt, die README ist in Restructured Text geschrieben. Diesen Restructured Text kann man auch verwenden, um die große Dokumentation zu schreiben, wenn man ein Werkzeug namens Sphinx heranzieht. Das erweitert den grundsätzlichen Restructured Text noch einmal um Möglichkeiten, Dinge zu verlinken, Cross-References einzubauen und hat auch etliche Generatoren dabei, um Indizes automatisch zu generieren, um die Quellcode-Dokumentation zu extrahieren und so JavaDoc-mäßig aufzubereiten. Und das macht das Ganze einfach. Das Ding kann man konfigurieren in einem Unterordner docs.conf.py, also auch hier wieder die Konfiguration, eigentlich ein Python-Skript, aber hauptsächlich deklarativ. Und dann ist ein Makefile dabei, mit dem man es bauen kann. Das PyScaffold hat es noch einmal einfacher gemacht, indem es ein Setup-Py-Command gemacht hat, das docs heißt, wobei auf älteren Installationen nur ein bisschen manuelle Anpassungen notwendig sind. Die habe ich da jetzt dazu geschrieben. Das eine ist, weil es wirklich aufhaut mit einer alten Version, wenn ich das HTML-Thema von einem neuen angebe. Und das untere InterSphinx-Mapping macht einfach Querverweise in Bibliotheken, die ich nicht verwende, dann geht das Ganze schneller, wenn ich das wieder weg tue. Und das Ergebnis finde ich dann im Docs-Ordner. Dokumentation publizieren. Da gibt es eine Seite, die nennt sich Read the Docs. Und auch die kann wieder so eingestellt werden, nachdem ich was gepusht habe ins Repository, wird automatisch dieses Build-Skript oder dieses Sphinx aufgerufen und die Dokumentation wird publiziert auf eine Webseite, nämlich auf Read the Docs. Nachdem wir da jetzt von der Zeit her schon ein bisschen knapp sind, zeige ich das einfach her, wie das geht mit einem bestehenden Projekt. Also ich brauche halt jetzt nur da sagen, Import Project und die GitHub-URL angeben, aber das warten wir jetzt nicht ab. Ich habe da schon ein Projekt drinnen, das ohnehin ein bisschen spannender ist, wo man diese Möglichkeiten sieht, die dann Read the Docs zur Verfügung stellt. Also ich habe da wieder meine ganzen Tags wieder aus dem Repository. Ich kann mir jederzeit die alte Dokumentation anschauen. Ich kann in die aktuelle jetzt reingehen, dann sehe ich die Dokumentation. Also das hat das Sphinx gebaut, also einfachen Textdateien. Dort wird eben eine Module Reference automatisch erstellt und ich kann auch sagen, ich möchte das Ganze als EPUB oder in anderen Formaten haben. Ich möchte es runterladen. Ich möchte es am GitHub gleich editieren. Also wenn ich einen Tippfehler finde, kann ein Benutzer da sagen, edit on GitHub und mir gleich einen Patch schicken. Also das sind Möglichkeiten, die das Ganze dann recht einfach machen. Auch für andere dabei zu helfen, die Dokumentation zu verbessern. Ja. Eine Kleinigkeit noch, also ich muss jetzt immer mein Programm mit Python, DVDemo und so weiter aufrufen. Ich kann auch ein Launcher-Skript machen im Setup-Py, wo ich sage, das ist meine Hauptroutine und die rufe auf und dafür generiert er dann unter Unix ein kleines Shell-Skript und unter Windows eine kleine Exe, die eben diesen Python-Aufruf mit ein paar Parametern macht, was für den Benutzer dann sehr angenehm ist, weil er braucht dann nur DVDemo eingeben und fertig. Ja, und das Ganze dann wirklich veröffentlichen. Wie schaut das aus? Da gibt es PyPI, den Python Packaging Index. Damit ich mit dem sprechen kann, muss ich einmal eine Konfigurationsdatei eintragen, wo drinnen steht, wer bin ich als Entwickler. Und für jedes Projekt, das ich neu anlege, muss ich einmal dieses Setup-Py-Register aufrufen. Und ab dann ist es leicht. Also das braucht man nur einmal machen. Das erste einmal im Leben, das zweite einmal pro Projekt. Und diese Schritte, ganz normal Git Tag, Push und wie vorher Source Distribution bauen im ZIP-Format mit dem zusätzlichen Command Upload und damit wird es automatisch raufgeschickt zu PyPI und ist dann für alle verfügbar, die das herunterladen wollen. Also mehr ist es nicht. Okay. Ich meine, theoretisch könnte man es sogar machen. Schauen wir nach, zeitmäßig. Ja, nein. Also, glaubst du mir's bitte? Kannst du die eine Folie einfach stehen lassen? Ja, ich twitter dann eh die Folien. Also, sie sind alle online dann. Schauen wir uns
an. Da ist es. Schauen wir uns ein anderes Projekt an, wie das ausschaut. Ja. Also das wäre so ein Projekt, wo er dann da diese ganzen Trove Classifiers anzeigt. Er zeigt mir ein bisschen eine Download-Statistik an, er zeigt mir die aktuelle Variante, die aktuelle Version zum Download an in verschiedenen Versionen und auch diese README in dem Fall. Da habe ich natürlich jetzt eine andere. Ja. Und ich kann mir da als Benutzer dann die älteren Versionen auch noch anzeigen lassen, wenn ich drauf gekommen bin, dass aktuelle nicht funktioniert. Also sobald ich das auf PyPI heraufgestellt habe, habe ich diese Funktionen alle zur Verfügung. Das ist die Quintessenz von dem Ganzen. Gut. Dann kommen wir zum Ende. Also fassen wir kurz zusammen. Es gibt viele hilfreiche Werkzeuge, um Python-Projekte abzuwickeln, die ich lokal installieren kann und verwenden kann. Git, PyScaffold, FlakeGate und ein paar andere. Es gibt viele hilfreiche Services, die mich dabei unterstützen. Vor allem beim Qualitätsmanagement des Projekts. Travis, Coveralls haben wir gesehen, GitHub, Read the Docs, Pipey. Und es ist ziemlich einfach mit GitHub und Pull Requests, das haben wir uns jetzt nicht anschauen können, die Leute zusammenzuführen und es anderen zu ermöglichen, zu meinem Projekt beizutragen und ihre Erweiterungen und Verbesserungen dort einzubringen. Und was jetzt ein bisschen weniger vielleicht rausgekommen ist, meiner Erfahrung nach ist es irrsinnig lustig in Python zu programmieren. Also man kann auch in anderen Sprachen das machen, aber ich denke, man hat es gut gesehen am Beispiel von diesem Divi-Demo, wenn man das gleich in einer anderen Programmiersprache versucht einmal zu machen, hat man wesentlich mehr Code, damit man auf die gleiche Funktionalität kommt, der dann auch nicht so gut lesbar ist und daher denke ich, ist Python für solche Projekte sehr gut geeignet. Okay.